Hier, wo es jetzt noch still und ruhig ist und die Gebäude des Tiefenauer Schlossareals immer mehr dem Verfall preisgegeben sind, soll sich bald einiges bewegen. Geht es nach ihm, wird Tiefenau bald kein kleines verschlafenes Nest mit Schlossruine sein, sondern ein touristischer Höhepunkt in Ostdeutschland. Zum Beispiel natürlich erstens Leute mit Kindern, die ihren Urlaub machen wollen, aber es gibt mehr im Schlossbereich Leute, die Ruhe suchen. Also das sind dann auch die etwas qualitativ, die erhobene Ferienzimmerwohnungen. Natürlich die Golfspieler kommen, das wird ein Golfplatz von hoher Qualität geben. Alles wird am Vier-Sternen-Niveau sich bewegen. Wir denken, dass in diese Kombination von Golf, Natur, weil es hier mit den Teichen natürlich ein sehr schönes Anlage gibt und Kultur mit dem alten Schloss. Natürlich haben wir hier Kirche mit oder Kapelle mit Silbermann-Orgel. Diese Kombination ist eigentlich einzigartig hier in Sachsen und auch in Ostdeutschland. Dafür hat der Niederländer Henry de Jong auch politische Unterstützer. Für den sächsischen Landtagsabgeordneten Sebastian Fischer, zu dessen Wahlkreis die Gemeinde gehört, ist das Projekt wegweisend. Ich habe bis jetzt nur positive Reaktionen von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen. Deswegen sehe ich auch zu, dass wir alles tun, damit es realisiert werden kann. Wir haben in Sachsen Projekte von dieser Größe noch nicht. Das ist für unsere Region eine große Chance, hier tätig zu werden. Wir haben eine wunderbare Natur, wir haben eine wunderbare Landschaft rundherum. Ich unterstütze das nach Kräften, weil ich der Meinung bin, dass viel Engagement reingesteckt worden ist und dass wir aber auch als Komplettregion eine ganze Menge rausholen können. Davon geht auch der Bürgermeister der Gemeinde Wülknitz aus. Hannes Klaus und Henry de Jong haben mittlerweile ein vertrautes Verhältnis zueinander aufgebaut. Seit 7 oder 8 Jahren ist jetzt mit Henry de Jong ein Interessent aus Holland hier und entwickelt eine Idee, die uns sehr sympathisch ist, wo wir das erste Mal Hoffnung haben, nach vielen Anläufen mit anderen vermeintlichen Investoren hier ein Projekt in die Wege zu leiten, was auch der Region dienen kann. Im Moment befindet sich das Projekt, das an einen Centerpark auf hohem Niveau erinnert, in der Genehmigungsphase. Jetzt ist wichtig, dass alle Beteiligten, Investor, Politik und Verwaltung, alle Kraft aufbringen, um das Ziel zu erreichen. Henry de Jong jedenfalls weiß, wo man bald am schönsten sitzen wird. Ich hoffe dann, das wäre ein schönes Platz. Ich denke doch im Schloss natürlich.